Das Spiel ist ab 12 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch lieber ein anderes Video an. Kapitel 2. Ninjas, sammelt euch! Sofort! Sehr kurze Kapitel. Ja. Bewegung, Kai, wir müssen zu diesem Max. Checkbank gefunden. Der Fortschritt wurde auch noch gespeichert. Wie immer, erstmal alles kaputt schlagen, was geht. Ja. Und so viel wie möglich an Ninja. Oh. Ja. Komm, wir müssen zum nächsten Berg. Ja, ich wollte mal testen, wie das so ist, wenn man kaputt geht. Ja. Muss man ja auch halt mal gesehen haben. Deine Steinchen oder was auch immer das ist. Ja. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Lego Steinchengeld, keine Ahnung. Lego Steinchen, ja. Ja. Die blauen sind die besten. So viel wissen wir ja. Aus den normalen Lego-Spielen. Hey, wir sammeln jetzt mal nicht alles ein. Ich glaube, das wird sonst ein bisschen langweilig. Ja. Boah. Warte, denk daran, was Master Boons über das Wechseln unseres Angriffsspiels gesagt hat, Kai. Ist noch nicht lange her, aber mir hat das Kämpfen gegen euch gefehlt. Normalerweise kläre ich Konflikte friedlich, aber für euch mache ich eine Ausnahme. Danke, Ninjas. Ich würde ihr helfen, aber ich bin starr vor allem. Also wer die Lego-Spiele ja ein bisschen kennt, der weiß, dass man eigentlich so gut wie alles zerstören kann. Oder auseinanderbauen kann. Ich denke mal, wir... Oder zusammenbauen können wir jetzt. Ja, jetzt müssen wir was... Genau. Wie Kessel einer Statue von mir. Kai, cool und voll in Action. Das dauert auch nur eine halbe Stunde. Ja, das wäre vielleicht cleverer. Jetzt müssen wir was abschießen, oder? Das sieht wie ein Katapult aus. Oh. Oh ja. Und hat geklappt. Und wir haben schon wieder was kaputt gemacht. Wir bauen es ja auseinander, das ist ja nicht kaputt, Mann. Das kann man ja einfach wieder zusammensetzen. Oh. Jetzt musst ja, du rüber springen. Wir da zurücklaufen, ist doch toll. Ja, warte jetzt, das nehmen wir jetzt auch noch mit hier. Oh, da oben ist was. Guck mal, vielleicht ein geheimer Weg. Ah, guck mal, ein lila Stern. Oh, lila, der ist noch besser als blau, glaube ich. Aber man sieht es leider nicht. Ja, stimmt, der zeigt gar nicht an, wie viel Geld wir gesammelt haben, oder? Hab ich das jetzt übersehen? Nee. Ist irgendwie seltsam, der Teil. Also bis jetzt ist irgendwie komisch. Anders als alle anderen Lego-Teile, die wir bisher gespielt haben. Bisher auch sehr sequenzlastig. Ja. Aber wir nehmen es als Einstieg. Ja. Neue Aufgabe. Geht zu den Ninja-Max. Der blaue Pfeil zeigt uns an, wie weit oder wo wir hin müssen. Und ich glaube, wie weit wir gehen müssen. Ach, wie cool. Cole, nimm deinen Hammer. So. Ich muss den wechseln, genau. Ja, genau. Jawoll. Ja, ich mag aber lieber den anderen haben. Finde ich besser mit den Schwertern. Oh, nein, das war kein böser. Ja, kannst du mal probieren. Ich habe mich böse angeschaut, die Frau. Ich weiß nicht, ich dachte, die wollte mir doch. Die sah gefährlich aus. So, und weiter. Sowas von. Wir müssen alle von denen erledigen. Jawohl. Oh, oh. Der verliert ein bisschen. Ach, der blockt wieder. Haha. Und noch mehr. Feige von hinten angegriffen. Oh, was war das? Das war der Tornado-Move. Ja. Jawohl. Höher als Helikopter. Boah. Das war's.
Fliegende Hamburger? Ich weiß es auch nicht, was das sein soll. Es soll also mit Sicherheit irgendwas aus dem Meer sein. Ich hab's kaputt gemacht aus Versehen. Oh oh. Und nochmal. Oh. Das wollte ich gar nicht. Da sind noch mehr. Ich glaube, die haben Piloten. Oh, die schießen. Na komm her. Man sieht auch gar nicht seine Leben. Ja, das ist seltsam, ne? Irgendwie, ja. Vielleicht haben wir was bei den Einstellungen falsch. Nee, glaube ich nicht. Habe ich ja überprüft. Ja. Ist aber trotzdem selten. Ich meine, das weiß man ja gar nicht, warum man eins braucht. Irgendwie seltsam zu spielen, im Gegensatz zu den anderen Teilen. Auf jeden Fall vollkommen ein anderes Gameplay im Prinzip. Ja. Also mit diesem nicht dynamischen Bildschirm geht's wieder in die ersten Teile zurück. Da war das ja immer so. Genau. Ich finde es auch ein bisschen schade. Der dynamische Bildschirm war eigentlich gerade das Coole, wenn man zusammen ins Splitscreen zocken will. Ja, es war aber auch manchmal schon störend, wenn du so ein bisschen was dich aufteilen wolltest und du wurdest dann immer wieder zurückteleportiert zum anderen. Oder kam es nicht weiter, weil einer da irgendwie feststeckte. Oh, das ging bei den späteren Teilen, ging das aber eigentlich wie Fluch der Karibik und sowas. Da hat es das Problem eigentlich nicht mehr gehabt. Man hat sich auch schnell dran gewöhnt. Was hat der denn da? Das ist noch ein Gegner. Der leuchtet. Der steht halt auf pinke Haare. Oder rosa? Pink. Ja. Oh, guck mal. Fahrrad. Oh, cool. Ah, nee, ich dachte gerade, man kann damit fahren. Doch, man kann damit fahren, ja. Ich hab's kaputt gemacht. Toll. Nicht für deine Gewichtsklasse zugelassen. Doch, das machen wir jetzt. Pass auf. Oh. Jetzt geht das ab hier. Jetzt. Oh, ist das eine Steuerung, ey. Und weiter. Guck mal, du musst jetzt achten fahren, um's fahren zu lernen. Und Bremsen nicht vergessen. Ach, guck mal. Das geht total toll. Ich bin begeistert. Nee, komm. Wieso kann ich nicht wechseln? Gerade. Ah, mit dem anderen kommen wir besser klar, ne? Ja, der mit dem Hammer ist ein bisschen schwerfällig. So. Ja, versucht uns mal aufzuhalten. Da hinten dürfen wir wieder was zusammensetzen. Das ist. Was wird's wohl sein? Eine Rakete? Nein. Warum haut er den? Das ist so ein Gegner da hinten. Der dann. Oder wie meinst du? Oh, ja. So macht man das. Ja, aber der. Das ist Kätzchen. Ach, Cole ist der andere, ne? Eine Ratte. Guck mal, eine Ratte. Das ist eine Ratte. Komm, lass mal die fangen. Nein. Oh. Das war voll. Jetzt hast du deinen Kumpel geschlagen. Warum läuft hier eine Ratte rum? Ja, ist doch egal jetzt. Ach, da brauchst du den Chrom im Hammer. Vielleicht müssen wir es anzünden. Ein Sprung sollte reichen. Hau den Lukas. Eine Rakete. Oh, und die nächste Rakete. Die ist ein bisschen größer geraten. Tun wir das so. Ja, oh. Wandlauf. A drücken. Hochlaufen. Ja, versuchen wie, wir das mal. Im richtigen Leben. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt lesen musstest. So. So, nehmen wir mal hier den. Oh, das klappt doch wunderbar. Das klappt. Ja. Und jetzt hier an der Wand entlang. Und an der Wand entlang. Und super. Ne? Ah. Oh, nee, ne? Ah, hätten wir auch nochmal was irgendwas machen müssen. Das ist aber doof jetzt. Ah. Und nochmal von vorne. Ah ja, wir haben ja Zeit, nicht? Wenn wir Hunger bekommen. Die Wand hochlaufen. Wenn wir Hunger bekommen, da läuft ja noch die Ratte rum. Da kann man sie schnell machen. Ja, wir müssen das Master schicken. Ja, Chicken Nuggets. So, jetzt aber. Jawohl. Jay rettet die Stadt und macht sie dabei auch ein bisschen. Ah, das haben wir eben ja auch festgestellt. In Wirklichkeit bin ich der Bösewicht. Also ich meine ja nur. Du hast eine Ninjalitätsmarke verdient. Hervorragend. Ja. Ach. Oh, jetzt dürfen wir uns direkt was aussuchen.
So, die Kunst der stechenden Biene? Oder wollen wir die Kunst des schwebenden Schmetterlings vertiefen? Ich glaube, die Kunst des schlagenden Hasen ist nicht verkehrt. Ich glaube, das benutzt sie ziemlich oft. Was war das ganz rechts? Die Kunst des denkenden Ältesten. Ältesten, ja. Was hast du eben gesagt, soll ich nehmen? Ich würde ganz links das nehmen. Die Kunst des schlagenden Hasen, das ist ja der normale Eingriff, oder? Da steht unten drunter mehr Steinchen. Ach so, man bekommt mehr Steinchen. Genau, hier ist Brechen, weitere Entfernung, größere Schockwelle, plus 1 auf Angriffskette, 2-fach Feinsteinchen. Ja, ich denke mal, warte mal hier, längere Betäubungszeiten. Ich denke mal, wir nehmen mehr Steinchen von Anfang. Komm. Fangen wir von links an. Feinde, die vom Angriff schlagende Hase getroffen werden, lassen mehr Steinchen fallen. Wollen wir kaufen. Haben wir gekauft. Sind wir glücklich. Das werden wir gleich sehen. Ah, wir sind damit zufrieden. Wir bereuen unsere Entscheidung nicht. Da geht's weiter. So. Da geht es nicht weiter. Vielleicht können wir über den Kanal zurück. Ja, dann tun wir das doch. Ja, das ist so eine Tür, da müssen wir wahrscheinlich, wenn man die zweite Feuer. Runde spielt. Aber der hat doch brennende Schwerter hier, oder? Nee, das ist ja nur, wenn du so aufgeladen bist für diesen Superangriff. Aber mit Sicherheit ist einer der anderen Ninjagos dazu in der Lage, was mit Feuer zu machen. Ist das nicht was zum Fest? Nee, ist nichts zum Festhalten, oder? Nee. Okay, hätte sein können, aber irgendwie. Nee, wir müssen da, glaube ich, dann so weiter. Und weiter. Oh, der ist so richtig actionreich, der Teil. Ne? Ja. Ist ja kaum ruhige Szenen mehr. Ah, da landen noch welche. Mit Fallschirm. Super. Oh. Oh oh, das müssen wir reparieren. Oha. Oh. Der Kraken. Oh, da hilft uns einer. Gut. Nicht sonderlich beeindruckend. Oh, vorsichtig. Ach ja, den schaffen wir. Was war das? Au, hat er dich zurückgeschlagen. Ja gut, der haut einfach zurück. Er hat sich verteidigt. Das ist so. Oh. Und links und rechts und links. Und erledigt. Die wollen Hilfe haben. Oh, blaues Steinchen. Wer will Hilfe haben da? Ja, die tanzt doch, nee, der tanzt doch mal rum. Ja, die haben sich gefreut. Vorher haben sie noch Angst gehabt. So, jetzt bin ich. Wo muss ich überhaupt hin? Ich glaube, da links runter. Also jetzt rechts. So, da du dich immer weiter drehst, ja. Dreht sich auch die Richtung. Gut, ne? Mhm. Ich mag das, wenn sich alles dreht. Das hat was. Das ist jetzt hier. Du kannst auch die Wand hoch. Das können wir jetzt eine halbe Stunde lang machen, dann wird uns allen schlecht. Warum hast du deinen eigenen kaputt gemacht? Ach, der stand da so rum. Hast du einfach Kohl getötet. Nein, du tötest ja nicht, du zerlegst ja nur. Oh. Das kann man nicht machen. Nee, da haben wir gar keinen für, ne? Nee. Ja, dann glaube ich, müssen wir zurück. Ja, das meinte ich ja auch. Du bist nicht in die Richtung, die ich wollte. Ach so. Da müssen wir hin. Darüber wieder? Nee, weiter nach links meine ich. Ich meine da lang. Aber ist ja kein Pfeil. Okay, wir können mal gucken, was der Schalter hier macht. Ja, wahrscheinlich noch gar nichts. Die müssen wir, glaube ich, anmachen. Kann man hier bauen? Ne. Da nochmal? Jetzt können wir was bauen. Ja. Was haben wir jetzt? Jetzt müssen wir mit den Schwertern dran. Ah, was für ein Zufall. Was? Achso, ich soll da reinlaufen, okay. Ich muss zum Hochspringen die Wand benutzen. Jawohl. Hier kommt Thor mit seinem Hammer. Ah, falsches Spiel. Die langen blonden Haare fehlen, ne? Ich meine.
Ah, der Name ist auch ein bisschen anders. Und wieder was zusammenbauen. Oh, jetzt haben wir was zum Rüberschwingen, schätze ich. Jetzt brauchen wir eigentlich nur Indiana Jones und eine Peitsche. So. Du vermischst die ganzen Spiele. Ja, macht Spaß. Oh. Jawohl. Und wieder ein Helikopter.